Okay, es ist soweit! Es ist soweit! Die erste Jungs-WG-Reaction mit unserem Wirt Dennis zusammen. Das ist voll cool, Digga. Du hast selber die Idee mit dem Discord, muss man dazu sagen. Ja. Ich habe das ja schon mal mit Henkel gemacht, glaube ich. Also so ein Streamer, da waren wir alle fünf dabei. Und da Ja. haben wir es über Discord gemacht, deswegen kann ich das ein bisschen. Das ist echt cool. Ja, warte, ich mach mal kurz eine Story. Wir gucken jetzt das allererste Mal Jungs-WG. Mit einem von der Jungs-WG zusammen. Dennis ist da. Dennis ist da. W ist Dennis in den Chat. Also, Digga, ich habe richtig viele Fragen. Ich werde dich jetzt ausfragen. Ich werde dich ausfragen. Was passiert hinter den Kulissen? Wer mag wenig? Wer hat sich ein Mädchen geklärt? Alles wird ausgefragt. Dennis wird heute auf die Probe gestellt. Two out of six. Warum heißt du so auf Instagram? Two out of six, mein TikTok-Kanal. Und wir sind insgesamt sechs Kinder von der Familie. Und ich mache den mit meiner Schwester. Deswegen sozusagen zwei von sechs Kindern macht der Ah, Nick. hä, lol. Ja. Digga, das hat ja Ja, richtig. Ich sind dachte, jetzt wir kommt so eine richtige Scheißbedeutung, so irgendwas, nein, was nein. so. Ist schon durchdacht. Ja, okay. Weißt du noch, bei welcher. Du wusstest, bei welcher Folge ich war, ne? Welche war Jetzt da? in der Folge 12, glaube ich, ne? Weil du hast Folge Taufen 12. gehabt. Ja, ich glaube, ich sehe das. Also, ich sehe es, wenn ich die Titel sehe. Hm. Wie lange ist das überhaupt her? Das ist ja nicht mal die neueste, ne? Das ist die Oh. vorletzte, ne? Wir haben, das ist die neueste Jungs-WG. Die Ja. nächste Jungs-WG kommt jetzt März raus. Oder April, weiß ich glaube ich gar nicht. Aber unsere war, also gedreht unsere war 2021 im Oktober. Also schon über ein Jahr Anderthalb Jahre. her. Ja. Über ein Jahr her. Okay, krass. Krass. Und ihr habt immer noch Kontakt. Ich habe bei den Ja. anderen Jungs-WGs auch, also damals, als ich kleiner war, habe ich auch so Jungs-WG geguckt. Ich habe tatsächlich mich selber auch mal bei der Jungs-WG beworben. Glaubst du das, Dennis? Ah. Ich habe mich selber auch beworben bei der Jungs-WG, aber ich wurde nicht angenommen, war ein bisschen zu langweilig. Ja, kann man nichts machen, kann man nichts machen. Direkt bei der ersten Runde, oder? Ja, direkt, also ich habe keine Antwort bekommen halt einfach, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich, ja, so war Verloren das. gegangen. Ja. Leider, leider, leider nicht dabei gewesen. Kann man nichts machen. Dafür haben wir dich hier, unseren Brit So ist es. Dennis. Ich muss sagen, ich dachte vorher, da ist nicht ein einziger, dass alles Deutsche sind, ne? Ich hätte nicht erkannt, dass du kein Deutscher bist. Ja, also ich bin halb halb, ne? Also Halb schon Deutsch, so halb? halb türkisch, ja. Ja, krass. Deswegen denke ich jetzt. Aber nee, man erkennt das trotzdem nicht. Also, hätte man ja trotzdem erkannt, man erkennt das nicht. Du siehst halt schon echt sehr, sehr Ja. europäisch aus, find, Ja. Türken. Aber ich sage auch immer, Chat. Bei Türken kann man es halt auch einfach nicht erkennen. Da gibt es Leute, die sehen so aus wie ich. Und dann gibt es Leute, die sehen so aus wie Dennis. Und dann gibt es Leute, die haben sogar blonde Haare und so. Das ist bei Türken so sehr, sehr gemischt einfach. Bisschen Hüpf haben wir auch gesehen. Gibt es hier Haie? Haben wir das zu Ende geguckt? War das was? Ja, Ja. hast du, glaube ich, ja. Und da sind wir jetzt hier bei Früh raus. Genau. Früh raus. Digga. Ja, ich bin Der ehrlich Tag, ja. gestanden. Wir mussten 5:30 Uhr aufstehen, oder 4:30 Uhr, Bist du glaube ich. bereit? 4:30 Uhr? 4 oder 5:30 Uhr, Alter, ist das schlimm. Hä, Weil war wir das da mussten ja. auch so richtig getaktet den Tag? Also konntet ihr so ausschlafen und so? Oder war das so richtig, boah, ihr musstet früh aufstehen und so für die Jungs-WG? Das Ding ist, man dreht ja wirklich mehrere Stunden. Das ist ja nicht nur diese eine Folge, sondern man Ja. dreht ja den ganzen Tag. Es ist ja nur ein kleiner Teil, der reingeschnitten wird. Die Hälfte wird da, oder mehr als die Hälfte wird da rausgeschnitten. Hm. Deswegen Drehzeit ist richtig kostbar. Deswegen ist schon alles so Sie getaktet, wird dass man. von Donate mit Also, die hat 50 auch Schlüssel Bits. und die wurden G1, echt vor der G1, Kamera geweckt. G1, G1, Also, das ist nicht irgendwie G1, gesagt so G1, mäßig, okay, G1, tu mal so, als würdet G1, ihr schlafen, sondern G1, wirklich sind reingegangen G1, und haben uns dann G1, G1, mit der G1, Kamera haben wir sich G1, geweckt. Nein! Ja, schon, ich war mal wach. Ernsthaft? Ich war mal wach wegen G1, Morgengebet und G1, so. G1, Aber die Jungs wurden G1, echt, G1, am ersten Tag hier G1, das richtig G1, abgefuckt, ne? G1, Die waren richtig G1, mad danach. G1, Digga, ich G1, hätte gedacht, dass das G1, ist zum Beispiel G1, fake. G1, Dass ihr schon G1, wach seid und dann G1, solltet ihr so G1, tun, als ob ihr so G1, gerade G1, aufsteht und G1, so. G1, G1, Das war G1, real? G1, G1, Das war real. Lol, das ist ja, stell dir mal vor, jemand schläft so G1, nackt einfach. Da müssen die G1, einfach so kurz G1 so haben. Decke Du bist einfach der drüber Beste, werfen. kannst du Aber mich bist du auf gründen? Klassenfahrt, stehst du, glaube ich, auch nicht nackt, ne? Ja, Deswegen. natürlich, natürlich, ja. Aber hattet ihr auch so Zeit für euch oder gar nicht? Doch, doch, So doch. Also wir abseits hatten der drei. Kamera, was so nicht gezeigt wurde, wo ihr so irgendwas gemacht habt? Also erstmal haben wir so drei drehfreie Tage gehabt. Da konnten wir so ganz normal Lissabon-Schnell irgendwas machen, ne? Ach so, Vor wegen lol. Strand und so. Und generell dann so. Oh, haben wir auch mehrere Stunden einfach frei, wo wir die Villa halt erkunden konnten, ne? Ein bisschen chillen konnten. Also wir Okay. hatten genug Freizeit. Also es wurde nicht durchgehend gefilmt, so. Also ihr hattet auch so ein Nein, bisschen nein. Freizeit. Also wir wussten auch nicht, wann die Kamera angeht und so, dass man sich vorbereitet, ist auch
Ist nicht wie Promi Big Brother oder so, sondern auch immer noch Kinderfernsehen, ne? Deswegen. Ja. Ja, ey, entspannt. Ey. Voll interessant, Digga. Ich finde das richtig interessant, Ja. das gerade so von dir zu hören, weil ich habe mich das selber auch früher immer gefragt, so wie das so hinter der Kamera ist. Okay, dann gucken wir mal rein, dann gucken wir mal rein. Endlich bist du Ey, wie oft wir den Song gehört haben, extra für unsere WG geschrieben. Und ich Ja. habe die Staffel, ehrlich gesagt, nur einmal durchgeguckt und dann so für TikToks immer so Highlights rausgeschnitten. Das waren eigentlich meistens so dieselben. Deswegen, ich habe die ganze Staffel eigentlich nur einmal gesehen. Deswegen bin ich Ah. gespannt, was kommt. Ach so, du hast noch einmal Ja. so richtig durchgeguckt und dann wahrscheinlich auch schon vor einem Jahr oder so, ne? Ja, man kann sich das nicht so wirklich angucken selber, weißt du, weil das ist komisch, das zu sehen. Vor 1,5 Jahren war man da, man hat sich natürlich auch verändert irgendwie. Deswegen, das Ja, guck ich ja, nicht. ja. Was mich auch interessiert, Digga, war das so, dass ich auch so außerhalb der Kamera, dass du dich mit dem und dem besser verstanden hast und dem weniger, was so on-cam dann natürlich nicht zu sehen war? Also gar hattest du so deine besseren Freunde und deine schlechteren? Also ich würde sagen, so mäßig Janis war mein Zimmerpartner. Mhm. Und glaube ich, das. Also das ist dann viel intensiver gewesen, weil man viel mehr Zeit miteinander verbracht hat, ne? Ja. So. Aber zu den anderen habe ich auch immer noch guten Kontakt und echt gutes Verhältnis. Wir treffen uns alle wieder. Aber so ist ja klar, dass es irgendwo mal besser passt und mal weniger, ne? Ja, Also ist auf natürlich. jeden Fall. Aber Aber das ist das auf jeden Ding. Fall Also, alle mega wenn sympathisch. ich mit so vier Jungs, wie lange wart ihr weg? Ein Mo Wie lange war das? 3 Wochen. 3 Wochen so in einem Haus bin, dann streitet man sich locker doch auch mal. Boah. So. Also, das war bei mir auf jeden Fall im Urlaub so. Und wir waren nur 10 Tage weg. Also mit den Okay. ganzen E-Sport-Jungs. Ja, mäßig so bei 4 Jungs ist halt geil, du hast halt immer jemanden. Wenn du mit dem einen gerade nicht so gut klarkommst, redest du halt mit dem anderen, weißt Ja. du? Und boah, also die meisten Diskussionsstoff hatte ich mit Leo, aber das war jetzt nicht irgendwie so Streit oder so, sondern so politische Themen irgendwas oder irgendwie so Differenzen. Und da hat man so am größten diese Gegensätze gespürt. Weil wir sind schon sehr unterschiedlich Ja. in diese Hinsichten. Aber sonst so Streit gab es eigentlich nicht. Nee. Der Chat ist schon wieder aktiv. Ich muss sagen, ne? Ich finde diese Jungstruppe bisher mit die coolste Jungstruppe. Es gibt so keinen, wo ich sagen würde, boah, den feiere ich nicht so krass oder so. Aber der Ja. Chat, es geht immer so ab bei Leo, ne? Ich weiß nicht warum. Ich weiß. Und bei dir auch. Du bist Fans Favorite, Junge. Ich Ui, weiß. stark, stark, Ja, stark, nein, stark. fühl dich nicht. Ich gönn dir nicht. Aber du bist ehrlich Fans Favorite. Nee, Chat. Chat, Beruhigung, Chat, Chat, Beruhigung. Einmal ist das Wort Leo gefallen, Chat ist wieder aktiv. Ich kam so Ah, unmotiviert Junge. dahin, ne? Um 5 Uhr noch was meintest Das du, sieht ne? nach dem Markt aus, Also ne? 7 Wir Uhr sind dann auch ist es, im glaube ich, gegangen. Dunkeln zum Fischmarkt Aber wir angekommen. mussten ja auch hinfahren und so, ne? Und Ja. das war, glaube ich, 1,5 Stunden von unserer Villa entfernt oder so. Was? Ja. Ich Ihhh. habe einfach geschlafen im Auto. Ich glaube, das wäre so ein Tag, wo ich krank gemacht hätte, so. Oh, Leute. Da kommt so eine Szene mit trauriger Musik. Hamed kann Ja. heute nicht, weil er sehr viel starke Bauchschmerzen hat. Ich Boah, bin ich da finde das so reingegangen cool. um 7 Uhr morgens. Du stehst 5:30 Uhr auf, fährst 1,5 Stunden. Das erste, was du riechst, ist überall Fisch, Käse, alle Sachen, Digga. Schon ekelhaft, ne? War schon ekelhaft, ja. Schon echt ekelhaft. Aber Also, das ich Gute mag war ja Fischgeruch mäßig. auch 0,0. Und dann auch noch morgens früh, wenn ich keinen Bock auf Nee. gar keinen habe. Ja. Das Eis hat ein bisschen gerettet, es war ja alles so mäßig so mit Eis bedeckt und so, aber trotzdem, es war nicht so nice. Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass das stinkt. Warst du Aber auch einer guter der Film, ordentlichsten dort? ja. Ja, also Janis war schlimm, ne? Das sieht man immer, wenn man das Zimmer anguckt. Janis ist halt völlig verwüstet und meine eigentlich immer, ich habe Ja. versucht, ein bisschen sauber zu halten, ne? Weil man da zum Beispiel man merkt so, es ist natürlich auch eine Fernsehshow, man möchte sich von seiner besten Seite zeigen. Ja, Und da will no, man immer verstehe noch mal so ein schon. bisschen extra mit. Weil zu Hause jeden Tag Bett machen würde ich jetzt auch nicht, glaube ich. Ich sag dir ehrlich, mein Bett war noch nie so sauber wie deins da gerade. Ich sag dir ehrlich. Allerdings kann man es natürlich trotzdem nicht so lassen. Man muss es dann ein bisschen verunstalten. Sonst sieht der Janis daneben so lost aus, wenn sein so unordentlich ist und dem Dennis Ich sein so war ja perfekt. währenddessen mal im Praktikum, ne? Ja. Und ich kam dann ins Zimmer rein. Erstmal richtig tot, ne? Wegen 5:30 Uhr aufstehen. Dann sind wir angekommen, glaube ich, 14 Uhr oder so, 15 Uhr. Also wirklich, haben gearbeitet, ne? Ja. Ich gehe in dieses Zimmer rein. Ich gucke mein Bett an. Hä? Warum sind jetzt Janis Klamotten drauf? Ich hatte sogar keinen Bock, irgendwie nachzudenken, warum das so sein könnte. Hab einfach alles wieder weggelegt, hab mich schlafen gelegt, glaube ich. Digga, das war so unwitzig. Digga, ich glaube, mich hätte das auch abgefuckt. Vor allem, ich glaube, wenn man so davon zurückkommt, möchte man sich auch erstmal in sein Bett legen, ne? So Nee. erstmal so ein bisschen kurz
Auspowern, Digga, wenn da so eine auf einmal Unterhose einfach auf meinem Kissen liegt. Von Jannis vor allem, nicht mal seine eigene. Das war bestimmt cool, ne? Wir waren, wie lange haben wir getaucht? 20 Minuten, 30 Minuten oder so? Und ganz einfach Stille, ne? Das war schon krass. Ja. Man kam so rein, 30 Minuten Stille, man hört nichts. Man sieht nur diese Fische, man sieht so die Korallenriffe, war schon schön, ne? War cool. Ich hab's auch mal gemacht, aber so richtige Hartz-IV-Basis einfach am Strand. Da sind so viele Tiere im Wasser, man erwartet gar nicht, dass da so viele Lebewesen sind. Wenn man da mal mit so einer Brille runterschaut, das ist geil. Wir waren da mäßig krass. Das war, glaube ich, im Atlantik drin, also wirklich so im Ozean. Und also sind mit Schiff rausgefahren und dann da getaucht. Und das war schon krass, das zu sehen, ne? Weil ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss wegen so Haien und so. Ich weiß, es ist ein bisschen unrealistisch, aber trotzdem, man sieht so nach draußen und da ist aber nichts. Ja, genau, Weißt du, man sieht so. nur Wasser. Ja. Genau, und da kann Ja. immer irgendwas kommen und denkst so, fuck, was passiert dann, ne? Ja. Du erinnerst dich so an so Sachen, die noch danach passiert sind oder Szenen, so die es einfach nicht in der Serie dann gibt. Ja, genau. Ja. Das interessiert mich jetzt richtig krass. Gab es bei euch irgendwie irgendwer, der sich ein Mädchen geklärt hat, aber außerhalb der Serie? Du musst nicht sagen, wer, aber gab es jemanden, der sich ein Mädchen geklärt hat, so außerhalb der Serie? Nee, ein Mädchen wollte was von jemandem von uns, Ja. aber der hat, also das hat nicht geklappt zwischen denen. Ich weiß es. Ich weiß es. 100% Julius. Ich weiß, dass er 100%. weiterhört. Aber Michi, er wollte nichts von ihr, deswegen war das halt ein bisschen problematisch. Ja. Ja. Problematisch, ja, okay. Für euch Also nicht, für aber sie, für das also Mädchen, ihn hat es ja. ja nicht gejuckt, glaube ich, ne? Ja. Digga, du kannst mir. Julius, ne? Julius Ja. ist safe der größte Player aus der Ding. Wenn seine DMs nicht am meisten voll waren mit Mädchen, dann weiß ich auch nicht. Ich Sein glaube, Snapchat. Safe nur mit. Keine Jungs. Keine Jungs bei Snapchat, wenn du so runterscrollst. hey, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir haben schon sehr weirde Anfragen bekommen. Ich glaube, dann bei Julius halt noch mehr dann, ne? Von Weil er Mädchen jetzt meinst so. du? Nein, von Männern. Erwachsenen Männern, die irgendwas anbieten und so, keine Ahnung was. Also ganz, Was? ganz. Ja. Was zur Hölle? Also. Ja, ich weiß ja, du wahrscheinlich nicht. Dann bist du auch also relativ, du bist ja ultra bekannt, ne? Bei uns war es halt durch diesen Hype. Das will Und ich jetzt nicht dann sagen. schreiben schon so 60-jährige Leute an, irgendwas mit Socken kaufen und so, ne? Ganz komisch. Digga, nee, das ist mir noch nie passiert. Oh mein Gott. Was? Oh, was? Socken kaufen, 60-Jährige? Alter. Und man weiß schon, wie die schreiben, ne? Wenn die zum Beispiel so schreiben, guten Morgen aus Rheinland-Pfalz oder so, als so wie niemand reden würde, merkt Ja. man schon. Digga. Boah, Digga, das ist ein bisschen gruselig, ich sag dir ehrlich. Ein bisschen gruselig, aber ich muss auch ganz, ganz ehrlich sein. Ich würde meine Socken verkaufen, wenn der Preis stimmt. Wenn der Preis stimmt, ich bin dabei. Alter, hä? Krass. Ey, Es ist schau. schon ein Also, bisschen. mäßig wegen Aufräumen und so, ne? Man hat auch gar nicht die Zeit aufzuräumen, weil man halt so viel macht am Tag, ne? Ja. Zum Beispiel manche Sachen werden ja gar nicht so gezeigt oder vielleicht, zum Beispiel wird so eine ganze Szene einfach rausgeschnitten und die sieht man nicht. Aber mich, das ist ja auch Zeit, die weggeht. Und deswegen man hat gar keine Zeit, das aufzuräumen. Also, glaubt man, die lassen das auch so drauf ankommen, mäßig, ne? Also, dass man halt Ja, aber ich küsse dein Herz. Es gab vielleicht. auch eine Szene mit dir und Jannis. Ihr habt behindert nicht aufgeräumt. Ihr habt einfach mit diesem Luftblas-Dings da irgendwas weggewischt. Und das muss man halt auch. Wir sind nicht jetzt nicht so, dass wir da alles da liegen lassen oder so. Wir müssen halt dann zur nächsten Aktion oder sowas, zum Beispiel beim Ja. Fallschirmspringen, ne? Wie war das mit Geld? Hat das immer ausgereicht oder war das wenig? Ihr Also, habt das immer Ding ist, 500 € pro Woche bekommen, ne? genau. Und die Aktionen wurden ja auch bezahlt, also wir mussten davon nichts bezahlen, zum Ja. Beispiel so Fallschirmspringen und so. Deswegen, wir sind so gut damit rausgekommen, auf jeden Fall. Ja. Wofür hat man denn ausgegeben? Für Essen einmal? Erste Woche war halt alles weg. Aber dafür, also am ersten Tag alles weg. Aber dafür haben wir ja für die ganzen 3 Wochen dann Essen gehabt. Und ja, das haben wir dann geholt. So Eis in der Stadt mal essen waren. Und für diese Tage, wo wir nicht geredet haben, haben wir das hauptsächlich dann benutzt. Ach so, ah, So, krass. genau, so Restaurants sind dann gegangen und so Sachen. Ah, okay, verstehe. Das heißt, diese 500 € wurden auch oft außerhalb der Kamera dann Ja, genau. benutzt. Ah, okay. Das war Das auch heißt. das, wo man so eigentlich Zeit gehabt hat, um das auszugeben, ne? Weil sonst Ja. hast du ja so viel gemacht.
Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, also das hätte ich nicht gedacht gehabt. Digga, ich hab voll viele, es ist voll interessant mit dir live zu sein, Digga. Ich hab so richtig, richtig viele Fragen. Ich fühle mich wie so ein Fan von dir einfach. Weil ich guck dir die ganze Zeit zu, jetzt bist du da, Digga. Ich bin einfach dein Fan. Wie war das für dich so? Du bist ja selber noch zur Schule gegangen zu der Zeit, als du das gemacht hast, ne? Haben Also das so wir haben, viele geguckt aus der Schule? boah, also erstmal, ich kann ja vielleicht später nochmal darauf zurückkommen, wie es so nach der WG-Zeit war, ne? Dass wir das auch für später nochmal aufheben. Ja. Aber mäßig, es war so, ich war ja 2 Wochen während der Schulzeit, ich bin 2 Wochen nicht zur Schule gegangen und eine Woche waren Ferien, Ach ich bin lol, zwei du hast Wochen dann nicht so zur Schule. 2 Wochen frei bekommen. Genau, und das lernt man natürlich auch, und jeder fragt sich, warum ist er jetzt nicht da und so, Ja, deswegen muss man klar, das da wird so erklären. rumgeredet und so. Boah, und dann nochmal eine Lehrerin, meine Theaterlehrerin, ist unsere Schulleiterin, ne? Die hat es auch nochmal voll thematisiert, ne? Und ich musste es ja eigentlich, ich muss es eigentlich erzählen, ne? Ja. Wegen nämlich der Schweigepflicht und so, niemand sollte wissen, wer da in der WG ist, bevor es ausgestrahlt wird. Und dann muss ich da ganz klar erzählen, was ich da gemacht habe und so. War schon krass. Ach Und in so, der gibt's da auch Schule. so richtig Schweigepflicht, bis das dann raus ist? Genau, Das genau. heißt, die Jungs, die jetzt gerade in der WG sind, wo das im April rauskommt und so, Ja. die kennt man noch gar nicht, weil das noch komplett hinter Türen gehalten wird. Genau, also ich kenne sie schon, hast schon getroffen, wir waren auch schon auf dem Dom und so. Und das ist so Aha. lustig. Die Leute haben mich zum Beispiel erkannt und die Ja. dann anderen nicht, weil sie noch nicht in Ja, weil der die noch nicht WG-Zeit sind. ausgestrahlt wurden, aber Ja. deren Zeit ist auch schon vorbei, oder nicht? Nee, also die haben abgedreht und einen Monat, jetzt kommt das raus, wird ausgestrahlt und dann können sie auch Sachen posten und so. Ah, Ja. okay, ja, verrückt. Und so wie ich das, also wie ich das erfahren habe, dass ich dabei bin, ne? Ich habe mich im da Warte erst mal, immer warte so. mal. Es hat gerade geleckt, es hat gerade geleckt. Warte ganz kurz. Die Verbindung ist gerade dünnsches gewesen. Red mal ein bisschen. 1, 2, 3, Test, Test. Moin, jetzt geht's jetzt weiter. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Okay, wie ich das erfahren habe, dass ich dabei bin, ne? Also wir Mhm. waren im Februar, habe ich mich beworben. Man muss ja sich vorstellen, man muss da immer so lange warten, bis irgendwie eine Rückmeldung kommt, ne? Also Ja. man, ich habe so einen Monat gewartet, dann Ja, sagst ich du ja, warte du bis heute auf die Rückmeldung, ob ich genommen wurde oder nicht. Bis heute nicht bekommen. ja, vielleicht kommt's ja noch, ne? Also muss man so einen Monat warten, bis man so eine Rückmeldung bekommen hat. Nächste Runde, komm, machen wir so einen Zoom-Call, ne, damit wir uns ein bisschen kennenlernen. Dann nächste Runde soll man so Videos drehen, nächste Runde halt immer so weiter. Und dann war Endcasting in Köln. Bin ich nach Köln gefahren, hab da so vor den Leuten dann gesprochen, das Casting gehabt. Und eine Woche später haben die dann angerufen. Das war letzter Schultag. Zeugnisvergabe haben wir bekommen. Das war 10. Klasse, mäßig so. Ein paar Leute sind von der Schule gegangen, haben ja kein Abi gemacht, sondern Ausbildung. Ja. Deswegen war es so eine Abschiedsfeier mäßig. Und gerade fragt mich so eine alte Schulkameradin, die war früher in meiner Klasse, wie es denn so aussieht mit so Sachen drehen und so, weil ich war schon öfter in diesem Bereich so tätig, ne, mit so Werbung und Musical habe ich gemacht und so. Und da war halt so das Thema. Und da habe ich gesagt so, ja, Musical ich kann hast du mich. gemacht in Hamburg? Ja, genau. Was hast du gemacht für Musical? Phantom der Oper 2. Weißt du, Phantom der Oper, kennst du das? Ja, ich kenne dich. Genau, Also, da habe ich gespielt. boah, voll interessant. Okay, Ja. auch Und dann hatte ich noch Schauspieler. so Werbespots für AIDA gehabt. Boah, das ist auch. Egal, auf jeden Fall ist schon lange her, ne? Na, erzähl, du wolltest gerade irgendwas erzählen, ich habe Ich da deinen Blick gemerkt. würde sagen, da gibt es auf YouTube, kann man noch mal schauen, Ach aber. so, ja, gucken wir gleich mal rein. Was soll ich sagen jetzt? Also, und genau in dem Moment, ich sag gerade, ja, ich habe mich beworben da und da, ich durfte nicht sagen, was es ist, werde ich angerufen. Ich gehe raus so, ich sehe ja schon eine Nummer aus Köln, okay, das ist das. Ich gehe so ran. Hallo, hallo. Wer ist da? Bla bla bla. Und dann sagt sie, ja, du bist dabei, darfst niemandem sagen und so, freu dich, bla bla bla. Ich leg auf, ich erzähle es jedem am Tisch, ne? Meine ganze Stufe wusste es dann gefühlt einfach. Ich bin es bei der Jungs-WG. Ja, zum Glück, niemand hat es irgendwas verraten oder so, ne? Ja. Aber das war Main-Character-Moment. Ich kam da rein, Ja. sie haben mich gerade gefragt, ich sag, Jungs-WG, ich bin dabei. Boah, du hast dich bestimmt auch richtig gefreut, ne? Letzter Shooter, du kriegst so Ja, eine schon. Nachricht. Boah, ich wollte dann meine Mutter anrufen, doch die hatte gerade so einen Termin gehabt, deswegen hat sie ganz schön aufgelegt, also konnte ich mit ihr sprechen. Ja. Da habe ich überlegt, was sage ich, soll ich sagen, habe erstmal so ein bisschen verarschen, ne? Ich bin nicht dran gekommen und so. Ja, es war schon ein krasses Gefühl. Und Ja, Digga, ist jetzt echt 2 Jahre cool. später, ich bin jetzt nur noch Dennis aus der Jungs-WG, also wirklich meine ganze Schule, irgendwie, die rufen mich immer die Jungs-WG und Dennis und so. Hä, aber Also immer, ehrlich cool, ehrlich cool. also ich mag das auch mega, ne? Also ich muss ehrlich sagen, man fühlt sich schon ein bisschen. Und ja, immer wenn man so auf Ausflügen ist, wo man so andere Klassen sieht, ne, die machen immer, ach Digga, die rufen immer Jungs-WG und so. Aber sei mal ehrlich, mehr Mädchen in den DMs seitdem, ja oder nein?
Ja, ganz klar. Es sind ja hauptsächlich Mädchen, die das schauen. Ja. Jungs eher so wegen Fitness und so. Ich meine, ob es um Fitness ist, deswegen so Trainingspläne und fragen sie. Aber schon so, schon mehr Mädchen, naja. Nein, nein, nicht ob mehr Mädchen oder mehr Jungs, sondern seitdem du bei der Jungs-WG warst, hast du mehr Ach Mädchen in deinen so. DMs. Ich hatte davor gar keine DMs. Ja, Also, ne? Gar keine DMs davor und jetzt ja. brettern die rein. Das war schon so ein Boost, auf jeden Fall. Ja, okay, ja, sag mal wieder diese AIDA-Dings. Du warst bei der Boah, das Werbung heißt. dabei? Also, der heißt Musical Dreams, kannst du mal eingeben? Musical Dreams Dreams AIDA, AIDA. genau. Da bist du dabei. Da bin ich Hier? dabei, aber Paul, ich glaube, da ist nur die ganze Show drauf, ne? Hier ist die Bei ganze. meinem. 42 Also die Minuten ganze hier. Show ist da, glaube ich, drauf. Irgendwo und ich habe nur so ein paar Ausschnitte. Und dieser ganze Spot, den sieht man, glaube ich, nicht. Aber sonst kannst du mal hier raufgehen auf dieses 42-Minuten-Teil. Ja. Und dann kannst du mal bis zum Ende. Oder warte, am Anfang, das bin ich, da bin ich schon, jetzt. Das bist du? Ja, das bin ich, meine Das bist Schwester. du? Ja. Hä? Ja, wie alt war Wann ich wurde da, das denn da glaube ich? gedreht? Boah. Das war doch nicht vor 3 Jahren. Nein, 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 2016 oder so. Es wurde ja, das läuft ja immer noch auf den Schiffen. Also wenn man auf AIDA geht, man sieht mich da. Hä, voll cool mit seiner kleinen Schwester sowas zu machen, Ja, oder? das ist ja fresh, wir wurden halt beide gecastet dafür. Wir waren beide mal Ja. casten und haben gesagt, komm, mach das zusammen. Das passt voll gut. War Ja, cool. passt ja auch voll gut. Das geht mir so Will Smith, Jaden Smith Vibes. Ah. Mit Familie einfach in der irgendwo schauspielen. Ah, da ist sogar deine Schwester! Was? Boah, Oh. was? Auf wie? Wie alt bist du? Also, wie alt ist deine Schwester jetzt? Ich bin jetzt 14. Lol. Dennis, wie Und alt bist dann? du jetzt eigentlich? Boah, ich bin fast 18. Fast 18. Ja. Ah. Großer Ja, cool. Vergleich, Weißt ja. du, gleich auch 100% noch gucken, wenn wir die Folge zu Ende geguckt haben. 1 Million% dein Willkommensvideo oder wie? Ah, Home Begrüßungsvideo? Story, Home Da, Story, ja. ja, Home Story gucken wir auch Also noch Home und. Story und es gibt noch dieses Reveal. Also Reveal war vorher und dann die Home Story. Ja, das Genau, gucken und wir dann safe ist. auch noch. Auf jeden Fall. Ah, du, ah ja, du, stimmt. Du bist ja halb Türke, ne? Das ist die wichtigste Frage, die es gibt bei einem Türken. Fenerbahçe, ja. Ist das deine Antwort? Ja. Ja! Champignon! Da wir sind in Dennis! Ja! Let's go! Let's go, Dennis! Genau das wollte ich hören! Fenerbahce! Nein zu Gala, ja zu Fenerbahce! Das Ding ist, Zum Essen man, so dürfen wir laden, ist, Insider und glaube so ich, eine Lüge. Jokes unter sich, ne, die Ja? man entwickelt hat, die sind ja gar nicht so. Man weiß nicht, Drinne. also der Zuschauer weiß ja nicht, warum das so ist, warum jetzt ich sage, so ich hab dich lieb und sowas. Also, das will man ja gar Ah, nicht. ja, Das stimmt. sind ja so Jokes und Insider, die man so in diesen 3 Wochen aufbaut. Und für den Zuschauer ist halt so ein bisschen random, ein bisschen weird. Ja, aber die bauen sich auf in den Szenen, die nicht abgefilmt werden. Genau. Ja. Und zum Beispiel dieses, sieht man später noch, wir haben manchmal so eine Pose gemacht, wie Ja. so ein Karatefilm. Und das war auch, weil sie haben es, glaube ich, in jeder Folge eigentlich gemacht. Und so habe ich nur in 3 Folgen reingeschnitten. So, und dann wird es natürlich ein bisschen weird, ein bisschen random, wenn man einfach so das mit drin macht. Weil wir halt wirklich einfach zu viel Fisch essen. Und natürlich muss man immer alles in Maßen Ja. essen. Und das ist auch schon wieder so, ZDF hat ja auch so Bildungsauftrag, also der Kindersendung, dass man so Werte vermittelt und so. So ein Gespräch wird man jetzt so unter Freunden, glaube ich, nicht so haben, ne? Nein, niemals. Also doch, man kann schon so ein Gespräch unter Freunden Ja, aber. haben, aber es wäre nicht so ausführlich wie jetzt bei euch und Genau, so. genau. Und da muss man halt nochmal immer für die Kamera auch ein bisschen erklären, was man überhaupt meint, ne? Und Ja, so, deswegen ja. ist das manchmal ein bisschen Ja, ihr komisch. habt das ja auch so positiv rübergebracht. Wenn man mit Kollegen reden würde, dann gibt es mindestens immer einen einzigen, der reinscheißen würde. Der so sagen würde, ich esse vielleicht, mir egal, Alter. Mir egal. Sowas geht halt dann nicht in so eine, bei so ZDF. War das schon mit diesem Stromausfall und sowas? Wo ihr Stromausfall hattet? Genau, habt ihr schon gesehen? Es war doch bei, ja, das war Folge 5, ne, mit dem Fallschirmspringen, glaube ich. Ja, die Ja, Folge schon. war schon. Das Ding ist, ey, wir hatten jeden Ah, Tag doch, 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 Stromausfall. ja, Stromausfall. Und dann war auch Strom einfach wieder da irgendwann. Ja, genau. Das Ding ist, das Haus war relativ, also es war ja groß und Villa und so, aber die Technik war full Alt. veraltet. Ja, Und immer, ja. wenn wir so Wäsche gewaschen haben oder so, auf einmal Stromausfall und ganze Zeit. Und das war natürlich echt blöd beim Drehen auch, ne? Das hat echt. Ist öfter Stromausfall gekommen. Ja, also Ach fast jeden so. zweiten Tag. Wir Ah, die haben nur konnten. einmal Ja, eingeblendet, ne? und wir konnten halt noch nicht mal so richtig Wäsche waschen. Deswegen, Lol, weil guck mal, wir das ist Sicherheitsprobleme bestehen. krass, was man alles nicht mitbekommt als Ja. Zuschauer.
Weil du sagst jetzt, ihr hattet voll oft Stromausfall und so. Ich hab's nur einmal gesehen. Ich dachte, das wäre gar kein Problem gewesen und sowas. Für uns ist das ja so richtig besonders. Ich bin die ne? Profi. So Villa, überall so LEDs und irgendwie voll viel Platz. Ne? Mhm. Die Mädchen, also sie kamen rein, haben sich die Villa angeguckt und haben irgendwie voll so reagiert, als wäre das so nichts, weißt ja, du? Ja, aber... Also, die sind so kindisch und so, weil das Ding ist, die sind ja Privatschule und so, die haben schon... Ja, das war, hätte ich jetzt auch gesagt. Und die haben wahrscheinlich auch eine Villa, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben so richtig so gesagt, das ist ja voll kindlich eingerichtet und so, ist ja voll... Keine Ahnung, die haben sogar runtergeredet dann am Ende, oder wie? Für uns war das so Highlight, ne? Ja, so drei Wochen so im großen Haus, ey, und für die einfach nichts. Sogar mit Pool und so. Und ja, aber Digga, ich hab, also die Privatschule, als sie gezeigt wurde, ich habe noch nie so eine moderne und reiche Schule gesehen in meinem Leben. Wir sind richtig gute Freunde geworden. Wir wachsen von Tag zu Tag weiter zusammen. Das ist aber auch krass. Also normalerweise hätte ich gesagt, ja, okay, das wird jetzt auch ein bisschen für die Serie so gebabbelt und sowas. Aber ihr habt euch ja jetzt ehrlich oft getroffen und jetzt immer noch. Ja, das Ding ist so, mäßig, wir haben ja oft viele Nachdrehs zusammen gehabt. Also in den ersten paar Monaten waren wir erstmal beim Wiedersehen, also auf so YouTube wird es dann gezeigt, so das Wiedersehen von Jungs Wiggy. Dann waren wir auch bei so einer Live-Show, Dein Song, auch von Kika, so eine so eine Sängersendung. Dann für so Drehs haben wir uns halt oft getroffen. Dann einmal Janis Geburtstag haben wir so überrascht, haben ihn überrascht. Und generell manchmal trifft man sich halt nur zu zweit oder zu dritt oder so. Ja. Und das Geile ist, wenn man in Köln zum Beispiel ist, ne? In Köln kommt der Julius her, Rufen her, nicht Rufen, sondern Jan ist ja, dann kann man sich halt auch zu dritt direkt treffen. Ja, also man hat auf jeden Fall immer... Ja, also ich glaube von den so mäßig Jungs-WG technisch, also alle Jungs-WGs, seid ihr so die mit am besten geblieben ist nach der Jungs-WG. Die Jungs-WG bei ZDFTV.de, in der TV-App und im Kicker-Player. Aha! Ja, ja. Gutes Benehmen. Eine kurze Story dazu. Ja. Wir konnten am Anfang so eine Liste schreiben, was wir gerne machen würden, ne? Ja. So, dass sie das dann so organisieren vielleicht, haben wir sozusagen wie, sagen wir Paintball aufgeschrieben oder sowas, ne, halt solche Sachen. Mhm. Und da war auch dabei, vielleicht finde ich die Liste noch ganz schnell. Also du konntest Sachen aufschreiben für was? Was wir machen wollen. In Lissabon. In der Zeit mäßig so. Ach so. Genau, wir wussten ja nicht, was wir machen, es war ja immer neu. Also wir haben es immer neu erfahren, wenn dieses Tablet sozusagen diese Nachricht geschrieben hat. Ja. Und damit zum Beispiel aufgeschrieben Fallschirmspringen, Paintball spielen. Mhm. Und wir haben auch geschrieben, schick Essen gehen mit Anzug, ne? Ja. Was haben die echt gemacht, Digga? Weil da wären die ja niemals drauf gekommen, glaube ich. Ach so, es sind wirklich so eure Vorschläge und Wünsche, die auch so unter anderem genommen wurden. Mhm. Boah, was? Das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, das ist wirklich komplett von denen entschieden. Digga, alle schreiben Götze Tor, Digga. Niemals. Ja. Götze macht kein Tor. Götze kann keine Tore schießen. Er hat kein Tor gemacht. Guck, ich wusste es! Kein Tor von Götze. Sieht man das hier? Warte, wenn ich das hier reinzeige? Ja, zeig mal. Ich hatte diesmal mal vor. Also Vorschläge waren, das erste, was sie geschrieben haben, waren Essen, ein Fotoshooting mit Anzügen auf Edel angelehnt. Also das sind die genauen Worte. Weil mäßig die Mixed-WG gab es ja auch noch, wo Jungs und Mädchen zusammen waren. Die hatten so ein richtig herziges Fotoshooting in der Wüste. Und da wollten wir dann auch so ein Fotoshooting haben für später, dass man so Bilder hat und so, ne? Ja. Dann so Kampfsport, Boxen, Kartbahn, dann wollen wir Friseur. Das sind aber jetzt alles auch Sachen, die auch unter anderem nicht dabei waren, weil die nicht genommen haben. Genau, die wir uns halt gewünscht haben. Also Lasertag, Fußball, Verstecken in der Villa kommt auch noch. Fußball ist auch nicht dabei. Fußball guck mal, das dabei. War extrem dumm, weil die hatten einfach irgendwas mit mit Sporting geklärt, aber es war einfach kein Fußball. Wenn da irgendwas mit Fußball gemacht worden wäre, das wäre ja gestört gewesen. Ich glaube, man möchte immer so was Außergewöhnliches haben. Ja. So, und wenn so Fußball wäre vielleicht cool, okay, vielleicht so Lissabon, ne? Mhm. Aber sonst was so spannend an Fußball. Für so Kinder, die jeden Tag Fußball spielen. Genau. Ja, doch, Digga, bei Sporting Lissabon ist schon sehr spannend, Digga. Allein wegen Ronaldo und so. Ja, also auf jeden Fall, ich hätte es gern gemacht, ne? Ja. Und dann noch. Das Problem war, 3 Wochen lang keine Haare geschnitten, ne? Boah, ihr wart auch gar nicht beim Friseur selber in eurer Freizeit. War mir nicht. Also Leonard hat ja einmal Haare geschnitten bekommen von Julius. Aha. Wie gesagt, bei diesen Drehzeiten, wir konnten halt keine Haare schneiden, weil... Weil das alles so durchtaktet war, ja. Genau. Und an diesen freien Tagen war die Zeit einfach zu kostbar, ne? Um da jetzt Haare schneiden zu gehen. Ja. Wenn man vielleicht auch über andere Sachen gemacht.
Ja, kann ich eigentlich so auf Toilette gehen einfach? Ja, ne? Ja, normal, klar kannst du auf Okay, Toilette gehen. perfekt. Ich Na, komme warte, wieder. musst aufzeigen vorher. Musst vorher aufzeigen, so darfst du auch, musst so fragen, ob du auf Toilette Was? gehen darfst. Nein, nein. Ich komme wieder. Verhaltet euch vernünftig! Verhaltet euch vernünftig! Ich will. Wie er fragt. Er ist voll der Süße, ne? W. Dennis in den Chat, ohne Spaß. W. Dennis in den Chat. Wir haben auch den Besten von der Jungs-WG hier am Start. Den Besten. Die Eins. Ich muss sagen, die anderen sind aber auch ehrlich alle cool. Also es ist wirklich nicht so, dass. Ich vermerke am Chat auf jeden Fall, dass der eine mehr gemocht wird als der andere. Aber, ja, ist schon eine coolere Truppe, als wir am Anfang alle gedacht hätten. Eins in den Chat, das stimmt, 100%. Wir dachten am Anfang alle, Digga, was für ein Dünnschiss, was da zusammengewürfelt wurde, weil es alles gleich aus, alle sahen gleich aus. Aber am Ende waren doch alle unterschiedlich. Man muss aber auch sagen, ihr hattet extrem viel Glück, ne, mit Lissabon. Ich Ja, habe auf jeden Mädchen Fall. WG geguckt, Also, einfach Wien. Wien, ich wäre nicht so glücklich gewesen, glaube ich. Ich Also, hätte angefangen zu weinen, glaube ich. ich hatte erstmal ganze Zeit Angst wegen, bei diesem Casting-Bogenstand kannst du Snowboard fahren oder Skifahren oder so, ne? Ich dachte, scheiße, wenn es jetzt Bayern ist oder Österreich oder so, ne? Ja. Ey, so Kälte mag ich gar nicht. Aber Lissabon war perfekt, einfach Sonnenuntergang. Es war halt trotzdem ein bisschen kalt wegen Oktober, ne? Sommer wäre vielleicht noch geiler gewesen. Weil den Pool konnten wir gar nicht so benutzen, weil halt eiskalt war, ne? Aber sonst war schon Ach so, cool. war wirklich so kalt, dass ihr den Pool gar nicht benutzt habt Ja, eigentlich? also man ist da reingegangen, weißt du, so für 5 Minuten, dass man wieder raus war, weil es so kalt war. Ja. Ja, okay, aber trotzdem Lissabon ehrlich sehr, sehr stark. Ja. Doch die Küche ist in keinem guten Zustand. Was ist das? Die Katze dahin gepinkelt? Aber der ganze. Ihr hattet eine Katze? In der vor Folge 7 war es, glaube ich, mit dem Reiten. In Folge 8 beim Reiten, da kam so eine Katze in Einfach so eine unser Garten. Straßenkatze, ne? Genau, dann haben wir so Katzenfutter angelegt, was wir gekauft hatten. Und da ist sie halt Ah, stimmt, zurückgekommen, ihr hattet das nochmal benutzt gehabt, genau. ne? Genau. Ist im Ofen ausgelaufen Oh, ist. das ist ja noch so eine Aber das Sache. Wir Geilste konnten ist danach ja den so ein Ofen bisschen. nicht mehr benutzen. Also Essen machen war da richtig schwer. Wir konnten halt nur Pfanne noch benutzen und so, weil der Ofen, da ist Öl irgendwie reingelaufen oder so, war zu gefährlich. Dann haben sie gesagt, benutzt den einfach nicht mehr. LOL! Auch. Blöd. Also, das ist geisteskrank. Was noch schlimm war, wir hatten Feuermelder in der Küche. Also, eigentlich macht man Hä? kein Feuermelder in der Küche. So, und ich habe Fischstäbchen angebraten, war es noch so um 23 Uhr, ne? Alle wollen eigentlich schlafen gehen, ich habe noch Das Reis wurde aber gemacht. nicht Nein, gezeigt, ne? nein, da waren die ja schon weg, also das Kamerateam und so. Ja. Und dieser Feueralarm geht an, ne? Der piept die ganze Zeit. Und ich wusste ja nicht, wie das ausgeht, ne? Zumindest mit so Portugiesisch stand da alles drauf und so. Und dann haben wir nochmal so ein bisschen telefoniert, rumtelefoniert, wie das geht und so, haben das erklärt. Und dann, ey, 23 Uhr, man wollte noch was essen, schlafen gehen, ne? Und dann Feueralarm. Die Villa ist ja Wirklich? riesengroß, ne? Also das ist auch viel größer, als man die zeigt. Also wenn noch 3 Bäder gehabt und so noch 2 Zimmer, irgendwie so, die Welt. Haben wir gar nicht benutzt eigentlich. Weil auch wenn man so ein großes Haus hat, du benutzt die Hälfte eigentlich einfach nicht. Und wir haben. Ich habe, glaube ich, so 12 Sockenpaare neu geholt dafür. Mäßig so für jeden Tag ein, so mäßig. 12 Paar Okay. Socken, ja. Keins davon wiedergefunden. Aber überall irgendwie, ich glaube, die anderen Jungs haben vielleicht welche eingesteckt, ne? Aber Safe überall im Haus. abgezogen einfach. Ja, ich habe so viel verloren bei diesem Haus. Schon mal. Irgendwo liegt, glaube ich, noch ein Tja. 50er irgendwo. Ich habe den auch verloren. Also Von 50 dir Euro weg. privat von dir? Ja, von mir privat. Mitgenommen in die Tasche. Ja, Musst du versichert. eigentlich privat viel Geld dort ausgeben? Es war nur so sicher, ich habe, glaube ich, 100 Euro mitgenommen, so mäßig, falls irgendwas passiert. Aber hab ich eigentlich nicht ausgegeben. Und da war schon schade, dass so 50 Nur Euro verloren, einfach die Hälfte einfach verloren. verloren. Boah, es war auch Altstadt so und komisch, in der Stadt überall. rumzulaufen und so, ne? Weil man vergisst ja mal das Kamerateam, was da bei einem ist. Das sind ja, glaube ich, 2 Kameramänner, so 2 Tonmänner und dann noch so ausstehende Personen vom Team. Und man geht ja so mit gefühlt 10 Mann einfach so los, ne? Und dann kommen natürlich Leute, die dann schauen. Und man ist ja ganze Zeit starr an Leute an. Ja, Das ist weil da aufgenommen wird und die ja so diese klar. fetten Kameras und sowas sehen, Ja, ja. Waren das auch so richtig fette Kameras oder? also richtig so 25.000 Euro Kameras, also wirklich so. Boah, Digga. Und in der Bahn war es halt extrem, ne? In der Bahn, wir gingen da alle rein. Und da waren wirklich so 15 Minuten mit dem Kamerateam und halt die Leute da, die uns alle angeschaut haben, ne? Ja. Das war ein bisschen unangenehm bestimmt auch, ne? Ja, hat sich ein bisschen gefühlt, aber ein bisschen unangenehm war es auch. Ja. Es ist mega teuer, es ist krass. Weißt du, was das Krasseste aber war?
Die, als ihr die eine Ärztin einmal geholt habt. Ja. Wie viel musstet ihr da nochmal zahlen? Ich weiß gar nicht mehr. Du hast einfach Hälfte vom Geld noch Über abgeben müssen. 100. Über 100 irgendwas, ne? Das hat wehgetan, ne? Boah, das hat weh. Das hat man an deinem Blick auch gesehen gehabt, als du diese 100 Euro rausgeholt hast. 10 Euro für 2 Euro. Digga, was? Wie teuer ist denn Lissabon? Ist Lissabon einfach teuer oder wart ihr in den Nein, das falschen war so Orten? in so einem Touristenviertel, weißt du, dann kann man das Ah. machen. Es war ein mega schönes Bild, dass ich und die anderen Jungs einfach so alle Anzüge anhatten. Junge, du mit der Brille, ne? Die Brille hast du immer Ja. angezogen. Die Brille habe ich auch irgendwo hier zu Hause, aber Digga, du hast sie jeden Tag angefühlt. Ich hätte die sogar mitgenommen, ich habe so vergessen, wie lange. Ich war ja so ein Restaurant, da ist man hingegangen, eigentlich, ne? Da geh mal hin, so zum Geschäftsessen und so, ne? Und dann, da gibt es so kleine Portionen immer, die so nebenbei essen kannst. Und eigentlich redet man über Geschäft, macht irgendeinen Vertrag, verhandelt man. Und da geht man halt hin, ne? Ja. Und da waren halt so viele NPCs, also abgesehen von uns jetzt, ne? Drumherum. Diese ganzen Geschäftsleute und so, die dann Ja. irgendwie voll so auf sich fokussiert sind, da irgendwie so ein Geschäft abzuschließen. Und dann sind wir da so mit Kamerateam drin, ne? Weißt Einfach du, so eine die. Jungsgruppe mit so einem Ja. Kamerateam, Digga, und die Ja. sich nur drum kümmern, was es zu essen gibt. Das ist Portugal mein gegen Lieblingsfolge. Boah, das sieht gewesen. cool aus. Das war meine Lieblingsfolge gewesen. Also vom Erleben so auch, aber vom Sehen auch. So, Ah, sehr ernsthaft? Das sagst du, ja. ist die niceste Folge? Okay. Also für mich, ich weiß nicht, ob für Die Außenstehende auch Jungs-WG so geil ist, bei ne? Ja, das war schon. ZDF-TV.de, in der Das hat TV-App so eine richtige und Story im Kick. gehabt, ne? Ja, aber also das sieht auch so aus, als wenn das so das erste wäre, worauf man auch ultra Bock gehabt hätte, so. Genau. Okay, das Bist ist du auch bereit? die Folge gucken wir auch noch mit Dennis. Genau. Letzte Folge. Ich muss noch mal auf Sätze bevor. Warte mal. Ja, geh auf Toilette, Dennis. Okay, bist du ready? Bin ready. Let's go. Oh, geil, wir müssen da abräumen. Leo? Läuft aber weg. Er muss einfach noch sauber machen. Ich bin der Klemmbausteinmeister, also wenn es einen gibt, der das gewinnen Ach so, muss, dann bin ich Klemmbaustein, das. ne? Er sagt das ja und schreibt das ja immer so komisch. Wir dürfen ja keine. Ma Ah, man also, darf nicht Lego sagen, stimmt. genau, keine Marken. Deswegen zum Beispiel bei Smarties so Schokolinsen und sowas. Deswegen Naja, ich weiß hab's ich aber mal auch nicht, schon was mal so eine Rolle mitbekommen, dass spielt. das so da so voll problematisch ist mit Markennennung und so. Es gibt so einfach so einen Creator, ich habe so einen Clip gesehen auf TikTok, der Legos zusammenbaut und der hat einfach eine fette Anzeige bekommen von Lego, weil er Klemmbausteine, die nicht von Lego waren, nee, Lego genannt hat. Ah, ui. Wir sind immer hingefallen, aber auch aufgestanden. Ah, Scheiße! Guter Spruch, Dennis! Guter Spruch! Ist das Wenn man Leben? hinfällt, einfach aufstehen. Oft hinfallen ist sogar gut, wenn man oft aufsteht. Aber zum Ende hat es dann richtig Spaß gemacht und es war wirklich extrem cool. So geht's Ah, weiter. krass. Ah, und da war aber auch da schon die Folge einfach vorbei und sind da auch schon weggegangen, Kamerateam? Oder sind die noch mit euch zum Haus? Oh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Aber sind die manchmal einfach direkt von den Orten dann schon Ja, genau, weggefahren? zum Beispiel bei diesem, Restaurant, wo wir waren. Ja. Das war, wir waren ja bis 0 Uhr, glaube ich, da oder so. Mhm. Da sind wir auch von da wieder ins Hotel gefahren. Ah, okay, ja, krass. Krass, dann ist echt mehr Zeit, als ich gedacht habe, ohne das ganze Team. So, ihr wart dann einfach alleine quasi noch ein bisschen. Genau. Hä, ehrlich verrückt. Ja, Digga, so interessant, ne, mit dir Die das zu Jungs gehen. gucken. Aber wir gucken 100% noch Okay. deine Einführungs-Story oder wie das heißt. Es gibt ja mäßig zwei Sachen, ne? Einmal, wo ich so vorgestellt worden bin und einmal so Home Story, wo ich so meine Hobbys erzählt habe und so. Ja. Also ich nehme einfach Jungs gegen Dennis ein. Jungs, hier geht Dennis. Hier, ne? Home Story Dennis. Dass sie dieses Thumbnail Ist genommen das haben, hier ne? dein Account? Das war der Account, ja. 100% Dennis, lädst du auch Sachen hoch? Die Ja, also Tanztutorial, meine Shorts. TikToks. Meine TikToks, Ja, ja. ist clever. Machst du clever. Mhm. Machst du schlau. Auch mal Abo da lassen, Jungs, bei Dennis. Oh, 1000 Perfekt. Abonnenten geknackt. Stark, stark. Güney, hau den Link rein, Güney. Ja, ich werde dich jetzt so auslachen, ne? Das war immer auch, sei ehrlich, man musste da schon so richtig viel an Hobbys und sowas eingeben, damit das halt interessant rüberkommt, oder nicht? Musstest, zum Beispiel, ich habe gesagt, gut gemacht, mit sich so Fußball war ja so. Das habe Aha. ich mit meiner Familie dann so gemacht. Weißt du, dann ist es auch wieder spannend, weil es große Familie ist und so. Muss halt immer irgendwas Spannendes sein. Ja, aber davor gibt es eigentlich noch ein Video, mein Reveal. Also möchtest du das gucken oder erstmal direkt Was Home ist denn Story? Reveal? Reveal, da ist ein Typ zu mir gekommen. Ist eigentlich unwichtig. Mach einfach Home Story an. Moin Leute, ich bin Dennis, ich bin 16 und das Wichtigste für mich ist meine Familie.
Kam mir aus. Oh, ist es dein Bruder? Nee, mein Neffe. Der Sohn von meiner Schwester. Er hat einfach nicht mal mitgemacht. Er hat sich gecheckt. Mit einer relativ großen Familie, also wir sind mit 6 Kinder. Ja, die haben das Interview, nachdem wir Fußball gespielt haben, gemacht. Ich war so verschwitzt, so kaputt. Mhm. Und dann dieses Interview. Ach, das ist dein Dad. Ach, dein Dad ist deutsch. Genau, ja. Ich hätte noch meinen Neffen. Genau wie bei meinem Kollegen Alko-Chat. Vater deutsch, Mutter türkisch. Und wenn mich was stört, kann ich auch hart durchgreifen. Ah, das hast du aber noch. Machst du das noch? Nee. Ich habe, glaube ich, ein Hallenturnier gepfiffen, habe ich. Wir machen so Familienvideos. Ach lol, da habt ihr schon TikToks zusammen gemacht, bevor du überhaupt bei der Jungs-WG warst. Ah, okay, lol, wie lustig. Ah, das ist schon 2 out of 6. Genau. Vor Jungs-WG hatten wir so 30.000 Abonnenten, glaube ich. Mhm. Und nach Jungs-WG jetzt bald 100.000. Also richtig nochmal. Ach so, also ihr hattet schon richtig, also 30.000 Follower, Digga, das ist schon krass. War stabil, ja. Man muss ja sagen, auf TikTok natürlich ist immer was anderes, aber trotzdem ja, 30.000. Meine Schwester und ich singen ja auch sehr gerne. Ey, nein, ohne Spaß, du konntest richtig krass singen. Das fand ich unnormal krass, also das hat mich geschockt, weil das kam so aus dem Nichts. Mhm. Aber jetzt, okay, Home Story habe ich wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Du siehst so, ich singe auch gerne und so, ich habe auch so Auftritte in der Schule. Übermorgen oder so. Aber übermorgen? Ja, übermorgen. Aber sich so selbst singen zu hören, so in so einer Situation ist schon ein bisschen komisch. Kannst du eigentlich Türkisch? Hayır, also, ne. Nicht so, ne? Nee. Meine Mutter hat es mir nicht beigebracht. Ich habe schon dreimal versucht, angefangen zu lernen. Aber dann nicht so durchgezogen. Aber ich kann so schon so Gespräche ein bisschen verstehen. Ein bisschen ne? checken, so, ja. Bestellen kann ich und solche Sachen, das Wichtigste. Ja. Ich weine auch bei Filmen oder bei Songs, die ich traurig sind. Und ja, also ich lache auch gerne mit meiner Ich auch, aber jetzt wichtige Frage, Dennis. Glaubst du, komplett ehrlich, glaubst du, eine Frau bzw. ein Mädchen, das sich gerade kennenlernt und so, ihr guckt einen Film zusammen, glaubst du, die möchte, dass der Junge oder bzw. der Mann Emotionen rauslässt, ja oder nein? Erstens, glaube ich, kommt auf die Frau an. Ne? Ja, natürlich. Dass sie eine Person ist und ob du dich so wohl fühlst bei ihr schon und so sicher fühlst, dass du diese Gefühle zulässt. Weißt du, diese Gefühle sind ja auch ein Liebesbeweis, dass du mäßig dich so stark in dieser Person vertraust, diese Gefühle zeigen kannst. Und das ist, finde ich, eine Form von Liebe, also ein Liebesbeweis, den man dadurch zeigt. Dein nicht vorhandener Schnurrbart hat geredet, Dennis. Alter. Ja, stimmt, so habe ich das noch nie betrachtet. Du hast jetzt das, was ich sagen wollte, quasi kaputt gemacht, indem das, was du gesagt hast, dass ich das schon so selbst mag, dass es auch meine Antwort geworden ist. Stark. So, das ist mein Kleiderschrank. Meine Devise ist, es soll praktisch sein und natürlich auch gut aussehen. Was? Nein. Als ob du das so beschriftet hast. Ich habe mäßig vor der Jungs-WG so damit angefangen. Und danach direkt aufgehört. Genau, ich habe es ja nicht durchgezogen, leider. Dazu kommt, neues Jahr, das klingt mich so geordnet sein und so, aber dann, naja. Den Teppich nehme ich natürlich auch mit in die Jungs-WG. Ich bete ja als Muslim 5-mal täglich. Das war auch süß, Digga, das war auch süß. Sicherheit und Liebe, die man in den Alltag integriert. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das hier war die erste Sure des Korans, Al-Fatiha. Man betet damit zu Gott und... Mashallah, Dennis! W's für Dennis! Das ist cool, du hast das erste Mal bei so Jungs-Mädchen-WG sowas reingebracht. Noch nie gab's das vorher. Deine Mutter sieht auch gar nicht krass türkisch aus. Ja. Sieht auch so europäisch aus, mehr so. In der Kamera unterwegs, weißt du? Ja. War aber, ohne Spaß, war schon sehr, sehr cool. Ich muss sagen, am Anfang bin ich komplett so reingegangen, oh, Digga, vom Bild der Gruppe so ersten Eindruck, ohne überhaupt die Stories gesehen zu haben oder so, weißt du, so... Boah, die Jungs sehen alle gleich aus und das wird gar nicht bocken. Aber war gar nicht so. Es war 0,0 so. Jeder war komplett anders. Also ich glaube, es war noch nie so eine unterschiedliche Gruppe. So auch vom Denken her. Der eine hat das gemacht, der andere hat das gemacht. Das war geisteskrank. Da kannst du auf nächste WG auch gespannt sein. Ich glaube, das wird auch mal... Nein! Werden. Ja, ja. Ah, es gibt Leaks! Aber so wegen Multikulti oder vom Denken? Weiter sage ich nichts. Multikult! Nein, schade. Ja, nee, cool. Ich bin echt gespannt auf die nächste WG. Das ist ja auch in einem Monat, zwei Monaten. Ja, kommt das raus?
Ja, ehrlich cool, Digga. Und jetzt machst du so nebenbei Instagram, TikTok und Schule, ne? Ja, Abitur jetzt, einen Monat dann Abi-Prüfung. In einem Monat Und Abi-Prüfung. Wie ja, mein ungefähr. kleiner Bruder. Okay, verrückt. Ja, dann Führerschein irgendwann nach Abi wahrscheinlich noch. Was hast du für LKs? Sport Bio. Sport und Bio? Ja, schlimmste Entscheidung meines Lebens, Alter. Was bereust du mehr? Also das Ding ist, wir haben Sport Bio an einer anderen Schule. Hm? Also ein externes Profil. Also Normalunterricht dann bei unserer Schule. Und dann für diese Stunden gehen wir an eine andere Schule. Und diese Schule ist halt so auf einem anderen Leistungsniveau, ne? Ja. Egal. Die haben halt schon in der 9. gehabt, was wir in der 11. erst haben, zum Beispiel so, Ja. ne? Und die sind mit den Lehrern auch schon so, deswegen ist es für uns halt ein bisschen schwerer, da mitzukommen. Ja. Und da merkt man schon, an der Schule hat jeder von uns die schlechtesten Noten, die er hat. Und 9 Leute wollten erst Semester wechseln von dem Profil. Weil es so kacke war. Ja, aber konnten wir nicht, weil es zu spät war oder so. Ja, Digga, gib noch mal Gas, Digga, Ja, im klar. letzten Monat, ne? Ich glaube, du hast auch dann jetzt gerade gar nicht so richtig Schule, sondern mehr Lernen, oder? Noch habe ich Schule, die ganzen Klausuren sind noch da und dann Ja. ab April, glaube ich, kriegen wir dann so lernfrei Ja, zum genau, das war bei uns auch so. Das war bei Genau. uns auch so. Da ist das Wichtigste, dass du früh genug anfängst. Oh, wow. Ich habe das so nach hinten geschoben die ganze Zeit, ne? Das hat mich so auseinandergenommen. Aber geschafft. Geschafft, ganz, ganz knapp. So muss das. Wichtig, sehr, sehr wichtig. Ja, nein, cool. Es bleiben auch nur noch zwei Folgen. Ich habe nur noch zwei Folgen, Digga. Ich bin echt gespannt, was in den letzten Folgen passiert. Und auf die Party am Ende bin ich auch gespannt. Das wird sehr, sehr cool. Aber nein, ey, sehr, sehr cool, dass du mit dabei warst heute, Dennis. Kein Wir können Ding, mal einmal jederzeit. kurz Instagram von Dennis reinpacken, Oh, Chat. danke schön. Dennis mit Z. Aber hast du gemerkt, ich habe es auch direkt gesagt. Dennis mit Z, 100%. Ich wusste es direkt. Ist das hier? Nee, das ist dort, ne? Da, das war aber, wo ihr die Anzüge anhattet. Genau. Dann bedanke ich mich bei dir, Dennis. War sehr, sehr cool, dass du Bedanke mich mitgemacht bei dir, hast. Hannes. Hat echt Lieben Spaß gern. gemacht. Finde Und ich auch. vergiss das nicht, ich bin dein größter Fan. Ich bin dein Danke. größter Fan von der Jungs-WG. Danke. Wir haben es jetzt auf Video, ne? Ja, soll auch auf Video sein. Ja, Ich bin sehr, perfekt. sehr stolz darauf sogar. Ah, das Supporter freut Nummer mich. 1. Das freut mich sehr. Hamed, ich habe noch eine Bitte. Könntest du jemanden grüßen für mich? Ja, klar, sag. Der dich sehr Bitte. feiert. Emin. Der heißt Emin. Emin! Und der supportet dich auch. Der ist echt ein Follower. Und der hat sich voll gefreut, als ich gesagt habe, ich Willst du, grüße dass dich. ich kann auch ein Video danach machen, sonst sage ich das hier einfach im Stream. Ich kann aber auch ein Video danach machen. Boah, mach's einfach schnell im Stream, glaube ich, dann ist es. Ich schneide das einfach Okay, raus. Emin, wenn du das siehst, kurz Dankeschön für deinen Support. Ich habe mitbekommen, dass du meine Videos guckst und so. Ich bin hier mit deinem Brit Dennis zusammen. Leider bist du nicht dabei, aber so kann man. Holen wir irgendwann nach, wenn ich in Hamburg bin. Eine schöne Dönerpizza beim mit meinem Bruder Umut zusammen essen in Hamburg. Dann sehen wir uns. Hau rein, Danke, Emin. danke. Kein Problem, Bert. Kein Vielen, vielen Problem. Dank, kurz an dich, ne? Hey, und wenn ich in Hamburg bin, schreibe ich den das nächste Mal. Dann gehen wir ehrlich Dönerpizza essen. Bin ich dabei. Okay, nice. Wenn Dann dann, ich schlaf wünsche schön, ne? Morgen Schule, dir ne? schön. Nee, Morgen. tatsächlich nicht. Ich habe frei, weil ich so Lernentwicklungsgespräche habe. Ach Aber ich wünsche so. auf jeden Fall noch einen schönen Stream Dankeschön, an alle, die Dennis. zugeschaut haben. Dankeschön, dass ihr so nett wart. Und nochmal haben wir jetzt vielen, vielen Dank, ne? Ich danke dir, Dennis. Du bist der Beste. Vergiss das nicht. Du bist der Beste, Dennis. Dankeschön, Dankeschön. Dein Okay. Fan, Hamid. Wir sehen uns. Haut rein. Ja, ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss. Boah, Dennis war so süß, Chat. W ist Dennis in den Chat. W ist Dennis in den Chat. Der war so süß, ne? Ohne Spaß. Der war ehrlich sehr, sehr süß. War gut, Chat? War gut? War gut, das zusammen mit Dennis zu gucken? Hat Spaß gemacht? Hat ehrlich Spaß gemacht. Haha, Dönerpizza Bill steht. Ey, aber ohne Spaß. Ich habe da ein bisschen Angst bekommen, dass Dennis Kulturschock bekommt im Stream. Oh mein Gott, Digga. Ihr müsst euch ein bisschen zusammenreißen, Chat. Bisschen zusammenreißen. An manchen Stellen, da dachte ich mir so, oh nein, oh mein Gott.